Isabel und Martin, ich danke euch. Ich bin Reinhard Stelling von der Theatergruppe Theater in der Kreide in Münster. Und ich danke euch, dass wir zusammen ein Stück machen können, was heute extrem aktuell ist. Und wir haben das Jahr 2019 gemeinsam schon aufgeführt, das Stück Gewehre der Frau Carrar. Die Gewehre der Frau Carrar ist eigentlich, wenn man das so hört von Brecht, dann denkt man, das ist eine Aufforderung, mitzukämpfen. Also eine Aufforderung, an die Waffen zu gehen. Das ist aber in dieser Art nicht so, wie wir es inszenieren. Jetzt angesichts des aktuellen Kriegs in der Ukraine sagen wir nicht damit, geht an die Waffen und rüstet die Bundeswehr auf, um in der Ukraine die Panzer deutscher Herkunft rollen zu lassen, sondern wir möchten damit auch ein Zeichen zum Frieden setzen. Wir sind eigentlich eine Gruppe, die nicht sagt, der spanische Bürgerkrieg, das Thema ist ja in der Gewehre der Frau Carrar, ist ein Krieg gewesen, der an irgendeiner Form heroische Gefühle hervorruft. Es ist eine tragische Geschichte und diese tragische Geschichte wird hier auch gezeigt. Wir wissen ja, dass die internationalen Brigaden von den Franco-Truppen am Ende zerschlagen wurden und mit zigtausenden von Toten das Ganze geendet hat. Und wir wissen, dass kein Krieg irgendeinen Sinn macht, irgendeinen Sinn im Sinne von, das geht für die Humanität. Und wir sind hier, um dieses Thema in die Öffentlichkeit nochmal reinzubringen, auch mit diesem kulturellen Beitrag. Und für uns ist das eine unglaubliche, tolle Geschichte. Und ich wünsche mir viele Zuschauer zu unseren Auftritten, die anschließend auch mit uns diskutieren. Wir sind total interessiert an Gesprächen, an Offenheit. Wir wollen das Thema Krieg und Frieden, wie es jetzt auch in der Öffentlichkeit permanent diskutiert wird, wir wollen das anreichern mit diesem wichtigen Brecht-Stück. Übrigens, das ist hinter dem anderen Friedensstück von Brecht, die Mutter Courage, das zweitbeliebteste Stück von Bertolt Brecht, das am häufigsten gespielte Stück von Bertolt Brecht. Das weiß man gar nicht, aber es ist ein Stück, was sehr unter die Haut geht und was sehr das Thema Krieg und Frieden in der Hinsicht deutet, so sehe ich das, dass wir am Krieg keinerlei Gewinn haben. Keinerlei. Und das ist für uns die Botschaft. Ansonsten geht ein Theaterstück niemals dahin und hat eine Botschaft, sondern wir wollen diskutieren, wir wollen anregen zum Nachdenken, wir wollen mit eurer Musik auch die Gefühle ansprechen, wir sprechen auch mit der Thematik, nicht nur mit der Thematik, auch mit unserem Schauspiel die Leute an und haben auch in unseren Aufführungen, die wir 2019 gemacht haben, viele, viele Resonanzen bekommen. Mir ist noch wichtig zu sagen, dass diese ganze Geschichte mit dem spanischen Bürgerkrieg liegt ja nun wirklich Generationen zurück. Und in der Auseinandersetzung haben wir eben auch gemerkt, dass das, was der Brecht da geschrieben hat, noch gar nicht die Erfahrungen mit beinhaltet, die danach entstanden sind. Also die schlimmen Grausamkeiten des Zweiten Weltkriegs, der Nazi-Herrschaft von anderen Herrschaften und aber eben auf der anderen Seite auch noch nicht den Widerstand zum Beispiel eines Martin Luther King, der war noch nicht bekannt, oder der Widerstand nachher gegen den Vietnamkrieg, der im Grunde ja auch durch eine Bewegung unmöglich gemacht wurde, und auch die Veränderung dadurch, dass Bilder entstehen und die Grausamkeiten in die Häuser kommen zu den Menschen und die dann sagen, das wollen wir nicht. Und ich hoffe, dass wir auf diesem Weg weitergehen. Und von daher muss man das Stück sowieso immer einordnen und darf es nicht nur so in der Geschichte belassen. Ja, was der Martin gerade gesagt hat, finde ich auch unglaublich wichtig für uns als Theatergruppe. Wir sind ja nicht dazu da, irgendwelche Botschaften drüber zu bringen. Wir sind dafür da, Gespräche anzuregen. Wir sind dafür da, zum Denken anzuregen. Und wir sind natürlich sehr gerne
Weil wir spielen einfach gerne auch Theater. Er hat dort nichts verloren. Es wurde beschlossen, dass alle, die abkommen können, noch heute Nacht an die Front sollen. Aber ihr wusstet ja, worum es ging. Wir haben Juan verständigt. Nein, das kann nicht sein, dann wäre Juan nie fischen gegangen. Oder haben sie es etwa dir gesagt, Mutter? Sie hat sie mal einfach nicht ausgerichtet. So etwas solltest du nicht machen, Theresa. Gott hat den Menschen Berufe gegeben. Mein Sohn ist Fischer. Sie wollen uns wohl lächerlich machen im ganzen Ort. Wo ich hinkomme, deutet man mit Fingern. Norbert ist einer von unseren Schauspielern. Norbert, du hast ja auch eine Haltung zu dieser Sache, was Martin gesagt hat, was Isabel gesagt hat, was wir gesagt haben. Spanischer Bürgerkrieg und heute, hast du da irgendwie eine Brücke? Hast du da eine Verbindung, indem du das heute spielst? Also, Waffen beenden keinen Krieg. Das ist für mich jetzt durch den Ukraine-Krieg klarer als vorher. Wir haben das Stück bereits vor dem Ukraine-Krieg gespielt, da war mir das noch nicht so klar. Aber mir ist jetzt ganz bewusst geworden, Waffen verkürzen keinen Krieg, im Gegenteil. Was ist das? Der Durchbruch. Ich muss los.